to shine. A time to shine. Die Nature One 2013 live auf Sunshine Live. Nature One. Charlie Lomas und Mental Theo. Hey, schönen guten Abend. Hey, guten Morgen, das ist schon wieder da. Ja. So, gerade schon, gerade erst eingetroffen, kommt jetzt gerade her aus dem Hotel, klar, aber wo wart ihr vorher? Also ich war in Scheveningen, in meinem Heimatort Den Haag und bin heute Mittag losgefahren und schön noch Schnitzel gegessen im Hotel. Ah, schön. Natürlich, muss sein. Und das hat die Kerl zu mir gesagt, dass sie Schnitzel gegessen haben. Herrlich. Dick und fett, lecker. Ja, ganz lecker. Ich komme gerade aus Spanien. Okay. Ich sehe so ein ganz braunes, schmutziger Tee. Also das ist eigentlich immer eine ganz gesunde Farbe. Wir haben uns letztes Jahr in Hannover gesehen. Stimmt. Und hatten da im Wasserturm eine denkwürdige Party. Das war eigentlich eine absichtlich schöne Ausnahme. Bitte? Das sieht ja schön aus. Das ist eine super geile Location, ja. Hannover Wasserturm. Man rechnet vor allem nicht, dass da in diesem Teil so ein geiler Floor eingerichtet ist, aber es war eine richtige Abrissparty. Das war richtig underground. Das war gar nicht alles, was richtig. Das war nur eine richtige große Anlage, Strobo, ein bisschen Licht und nur Rauch und gute Stimmung. War richtig gut. Ja. Ja. Und genau das erwartet man natürlich heute Abend auch. Jetzt muss man sagen, ihr spielt gar nicht mehr so wahnsinnig häufig zusammen. Das ist eher selten, dass ihr zusammen nochmal ein Set spielt. Ne? Wir sind exklusiv. Ja, sehr exklusiv. Zusammen. Aber ihr wart schon mal auf der Nature. Wann war das? Also das erste Mal, dass wir auf der Nature waren, war die erste Nature. Das war auf Flughafen. Ja, genau. Ja. Das war 1995. Das war bevor es hier auf der Bühne war. Ja. Aber es war, wann war das letzte Mal hier? Letztes Mal war vor 2 Jahren, glaube ich. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Aber war so allein, glaube ich, letztes Jahr. War das vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren? Eigentlich war halt ein Doppelbuching. Die Jahre hat er mehr bezahlt als wir. Sondern wir angenommen. Dafür waren wir mal zusammen hier. Ja, das war richtig geil. Aber das ist schon immer, ihr seid schon wirklich dafür bekannt, dass ihr wirklich das Ding dahin zerlegt. Man muss dazu sagen, du bist wirklich auch sehr viel unterwegs, du produzierst auch weiterhin natürlich Sounds und hast du in Spanien aufgelegt, warst du da unterwegs oder war das jetzt reine Urlaub? Ich lege im Sommer nicht mehr zu viel auf, ungefähr 18 Mal in die Monat. Das ist nicht so viel. Nee, andere Jahre mal das jede 3 Monate lang, jeden Tag, irgendwann sind. Okay. Und zum Beispiel diese Woche am Dienstag in Spanien, Mittwoch in Holland und dann fliege ich nach Bulgarien und dann wieder zurück und dann habe ich wieder in Holland. Aber es geht. Die schönste Party ist wie heute mit Charlie hier. Ist natürlich dann für euch auch besonders. Warum müsst ihr euch da auch nicht vorbereiten? Wie funktioniert es danach hier? Ihr geht an die Dexter, die haben eine Weile. Wir sind gar nicht vorbereitet. Nein, ihr müsst euch ja nicht. Ich sage nicht, dass wir nicht vorbereitet seid. Im Hotel haben wir geübt. Tatsächlich. Ja, natürlich. Erzähl. Ja, was tanzen und so. Du weißt, okay. Wir haben immer so ein Tänzchen und so und dann üben wir. Ihr habt ja genügend Platz, ne? Das ist nicht mehr so wie vor 3 Jahren, der Classics Terminal, das ist ein richtig großer Floor geworden. Ne? Ja. Oh, gestern habe ich schon auf Twitter haben wir Fotos gesehen. Ja. Da habe ich mich richtig gewundert, weil normalerweise war das ein bisschen kleiner Floor. Nee, aber jetzt ist richtig groß. Das ist ein großer Floor. Also ihr könnt da richtig performen auf der Bühne und alles. Herrlich! Hey, herrlich! Geil, man mehr nach 500 Leute. Also mit meiner falschen Hose angezogen. Und ihr könnt die Videos alle nach oben holen und also geil. Es ist schon. Ich freue mich. Ja. Wir freuen uns auch. Kommt euch. Jetzt aber nochmal zurück. Wie funktioniert das jetzt, wenn ihr so längere Zeit schon nicht mehr zusammen gespielt habt? Das ist kein Problem. Kein Problem. Wir brauchen nur gucken und dann wissen wir schon, wie spät. Das heißt, ihr seht da den Wahnsinn jeweils in den Augen des anderen und das ist dann das Signal. Das ist unglaublich. Also ich habe ein Bruderverhältnis, wenn wir nur da stehen und wir gucken einander an, dann wissen wir schon, wie spät es ist. Das ist ganz ein schwules Verhältnis. Ein schwules Verhältnis. Schwule. Wir haben das Ding zum Beispiel, letzte Woche waren wir auf Tomorrowland. Ja. Und dann, wie macht das nicht alleine zusammen? Mit den Leuten zusammen.
die Hose. Schon wieder die gleiche Hose voll. Schon wieder dicker geworden, schon wieder älter geworden. Ich kann es nicht sagen, die Mädels fangen an zu schreien und die Jungs fangen an zu weinen wahrscheinlich. Die einzige, weil die jetzt erstmal die Mädels die nächsten zwei Stunden abschreien. Meine Frau schreit und ist die einzige. Genau. Und also ich bin gespannt, was ihr da nachher zelebriert. Also wir werden euch komplett übertragen. Zwei Stunden lang. Mach das nicht. Doch. Ah, oh, nee, Mann. Und ich schätze mal, es geht los mit 154 und irgendwo bei 180, 190, oder? Ich denke, wir fangen an 190 und wir enden so bei 250. Okay, dann müssen alle die Hose voll haben. Dann ist es schneller vorbei. So. Alles klar. Ich wünsche euch einen Haufen Spaß. Danke, dass ihr kurz vorher hier vorbeigeschaut habt und wir freuen uns auf euch. Grüße an Falk. Ja, in jedem Fall. Der ist im Augenblick hier Hexenhaus unterwegs, aber ich denke mal, der wird danach auch noch vorbeikommen bei euch. Alles klar. Geil. Okay. Das war ein Child No Mercy Metal Trio. Ab 2 Uhr dann auf dem Classics Terminal werden sie live übertragen. Sunshine Live. Electronic Music Radio.